Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part sind wir in Abgründe gestürzt in der Arena. Sind nach Nyrkaira gegangen und haben die Leute, die Melody Glasperle gegeben hat, wie ihr gesehen, und einfach wollte für uns Tee machen, aber wir sind nicht mehr da. Wie wird er jetzt darauf reagieren? And you'd better appreciate it, because... Huh? Where'd they go? Ah, all that premium tea wasted! This is going on your list of crimes, phony! Irgendwie klar, dass das auf die schwarze Liste kommt. Okay. In dieser Quest steht eigentlich jetzt in diesem Moment nur drinne, von wegen... Omilla müsste mit Elven zusammen Kampf bestreiten. Was, wie und so, keine Ahnung. So, hier lag doch irgendwie was. Ach so, ja, habe ich schon gehabt. Gut. Dann müssen wir jetzt wieder nach Xandu. Verließe. Ah ja, das wurde von Nico angedingst. Ja, okay. Ich glaube, das habe ich auch schon mal durchgeblättert, nur wieder vergessen. Ah, okay. Verließe sind alle jetzt diese rosanen Punkte. Sonstige Sachen sind die ganzen Wälder, Pfade, whatever. Halt die ganzen Kampfgebiete. Königliche Jagdgründe. Ach, Quatsch. So, wir müssen aber nach Xandu wieder und jetzt unsere normale Quest weitermachen. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt die normale sein müsste. In Arbeit. Wenn wir jetzt schon gerade mal sind, kann ich die rabenschwarzen Federn auch abgeben. Jo. Rosa und niedlich können wir noch nicht machen. Vorzeit zum Volk, doch so. Jo. Ansonsten jetzt mal gucken. Hier oben geht's lang zu den Hochländern, oder? Wird nicht gesagt. Naja. Sheraton, da. Dann wollen wir nochmal gucken, was wir mit den rabenschwarzen Federn nun alles machen können. Oder eher gesagt, wofür ich mich entscheiden muss, was ich nun kaufen werde. Hallo. Wie viel habe ich mittlerweile? Oh, ich habe 100. Artsphäre. Ein Objekt, mit dem du bis zu 8 Arts einrichten kannst. Wow. 1000 Gold. Ja, klar. 144. Okay, wo ist die nächste Grenze? Jetzt ist nur die Frage, wenn ich die hier ausgebe, habe ich ja nicht mal 100 so gesehen. Wenn ich jetzt über 100 hatte, jetzt was ausgebe, dann habe ich ja nicht mal 100. Zählte das sonst auch, weil irgendwie würde ich die dann sonst nicht ausgeben, wenn ich es nicht weiß. Seltsamer Kern. Den will ich irgendwie haben. Ah, lassen wir das sonst wieder. Sprechen. So. Vielleicht später. Okay. Wie viel rabenschwarze Federn muss man die eigentlich geben? Egal, wir haben jetzt... Okay. Wie setzt man diese Artsphäre ein? Gute Frage. Warte mal, was steht denn da genau drinne? Ein Objekt, mit dem du bis zu 8 Arts einrichten kannst. Inwiefern einrichten? Oh. 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 Wird ja immer komplizierter hier. Jetzt auch noch mit L1. L1, Kreis und L. Ah, okay. Okay. Jo. Dann tue ich mir hier auf oben und unten schon mal die ganzen Heilungssachen hin. Dass ich das mit L mache, das ist klar. Womit buffe ich? Ich buffe mich mit Stahl. Moment, Erholungsring machen wir da mal hier rein. Das ist Stahl. Alle Buffs, alles was keinen Schaden macht, tue ich jetzt erstmal beim R-Stick auf.
L1, Handflächenschlag, Wasserschwalmschlag, Beast, aufsteigende Falke, Wirbelsonne. Eine Sphäre aus Licht, die jeden Gegner, die sehr fast wegfegt. Die habe ich noch nie so wirklich gesehen. Ist auch irgendwie Magie, ne? Tue ich trotzdem mal hier hin. So, das heißt, ich brauche hier Wasserschwung. Handflächenschlag. Und nach oben gibt es... Feigenschwurm, Schwalbenschwanz. Ich weiß nicht, was ich da immer hatte. Okay. Demon Fist, Cerberus Schlag. Gott, sich das alles zu merken auf Dauer ist auch nicht so gerade einfach. Aufsteigender Falke. Mit L1 und unten habe ich dann jetzt den aufsteigende Wirbel. Oh Gott, was ganz einfaches. Zerbruchschlag habe ich schon. Stahl, Handflächenschlag, Wasserschwamm, Schwalentanz. Falkensturm habe ich auch. Beast, aufsteigender Falke. Ach, ich habe alles. Gehe ich mal von aus, warte mal. 12, 13 Sachen müsste ich haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yo. Aufsteigen. Okay. Okay, ich kann jetzt jedes Art machen in Kombination mit allen. Sofern ich weiß, wo diese verdammte Fähigkeit drauf lag. Oh Gott. By the way, nochmal die Fähigkeiten durchgehen, nicht, dass ich irgendwann mal wieder was vergessen habe. So wie diesen Minimalschaden da. Okay, bei dir habe ich sehr viel vergessen, weil ich es nicht machen kann. Wir müssen mal zusehen, dass du mehr FP bekommst. Mensch, Mensch, Mensch. Falls man doch mal fliehen muss. Oh Gott, du hast viel. Und auch viel FP. Hm. By the way, könnte ich jetzt Minimalschaden anmachen bei jedem, sodass wir die 200er-Kombo machen können, die für einen Titel. Wann und wie ich das mache, keine Ahnung. Rabenschwarzer Neuling oder was stand da? Naja. Xandu! Normale Quest, wir kommen. Ich gehe mal einfach davon aus, dass das war. Mit da oben links hochgehen. Jetzt will ich trotzdem mal die Fähigkeiten angucken. Was habe ich aktiviert, weswegen wir uns jetzt schneller bewegen? Vorwärts, rückwärts, Schritte, größer, schneller Erholung, Kombosprung an den Adrenalinrausch. Steigern nach Ausweichen durch einen Rückwärtsschritt 8 Sekunden lang die Geschwindigkeit. Das ist es. Das ist es. Einfach nur, wenn ich normal ausweiche, also Rückwärtsschritt, oder muss ich dabei schon so hinter dem Gegner auftauchen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig, ob wir nun schneller sind oder nicht. Xandu, unterirdischer Dargu-Gang. Ja, da hoffe ich mal, dass er nach oben zu diesen komischen Dingern führt. Haben wir nicht eigentlich schon so ein Herz... Herzkraut? Mal sehen, wo würde sowas sein? Allheilmittel, Geode, Goldstopf. Ach, alles, was wir neu bekommen haben. Alles Teile, ach so. Sowas, was ich nie benutzen werde. Gott. Mode, Materialien, Wertsachen. Keine Ahnung, worunter Kräuter fallen würde, also lassen wir es mal. Was bringt es eigentlich, mit jedem NPC zu labern? Erfährt man da jetzt allgemein irgendwie neue Sachen von Hintergrundstory oder einfach nur random Shit? 10 Gold, ich bin rich, Baby! Damit sind alle 5500 Gold, die ich aus Versehen ausgegeben habe, auch wieder wettgemacht worden. Da sollte ich auch mal wieder speichern. Yo. 26.8. und einmal nur 2.9. What habe ich da bitte schön angestellt? Moment mal. Ich habe den Speicherstand hier geladen. Und wieso habe ich noch einen Speicherstand hier?
Oder habe ich den hier geladen? Nee. Königliche Jagdgründe war ich. Nee, das Level stimmt auch nicht. Muss ich gleich mal gucken, welches Level wir haben. Hier speichere ich einfach mal das hier. Hä, das verwirrt mich gerade echt. Welches Level haben wir? Komm. 31 oder 29? Falscher Knopf. 31, okay, passt. Monhochland. Zum ersten Mal in einem neuen Gebiet. Neue Gegner. Der verblüffende und schwerfällige menschliche Körper. Bestimmt beschwert sich Miller gerade über ihren menschlichen Körper. What I wouldn't do to be in front of a warm fireplace right now. Du bist ein verdammter Magier, du kannst Feuerbälle schmeißen. I'd certainly kill for a nice steaming bowl of stew. Ooh, you'd kill for stew? For once, I understand exactly what you mean. Mila, isn't your stomach cold? It's fine. Gesundheit. Oh, Mucus! Wie sie sich darüber freut. Looks like you're having fun over there. I am. The human body is truly a cumbersome thing. Ach, verdammt, habe ich wieder geskippt. Irgendwie habe ich es nicht so. Ja, komm. Bemerkst du mich halt? Interessiert mich auch nicht viel. Hallo, du bist weihnachtlich angezogen. Dich müssen wir vernichten. Es ist noch nicht Weihnachten. Here we go again. Feuerschwäche. Ich bin gerade mit niemandem verbunden. Scheiße, mit wem wollte ich mich verbinden? Miller und Elvin haben jetzt. Dann glaube ich, verbinde ich mich wieder mit Elvin, damit Miller und Elise was bekommen können. So war das. Ich habe nur Wasser, ich habe nichts mit Feuer, oder? Ne. Oh, stimmt ja, meine Buffs sind jetzt ja woanders. Wie ich damit schon wieder nicht gewohnt bin. Aber Wasserschwung ist auch nicht so verkehrt hier. Wie ich jetzt mit jeder Fähigkeit, die ich einsetze, irgendwas machen könnte. Mensch, Mensch. Die Artsphäre. Wenn du im Besitz des Artsphärenobjekts bist, steigt die Zahl der Arts, die du für deine Figuren auswählen kannst. Wenn du L1 mit einer Verbindung mit dem linken Stick und Kreis verwendest, kannst du doppelt so viele Arts auswählen wie vorher. Ja, das habe ich schon gemerkt und das finde ich echt gut. Nur wenn ich jetzt noch mehr Arts bekomme, könnte es irgendwann schwierig werden. Du bist mir scheißegal, weil du mich nicht bemerkst. Ha, noch mehr Rahmen, schwarze Feder. Damit haben wir 147. 147, Leute. Spitze Krallen. Hallo. Du bist Magier. Don't get killed. Rising Falcon! Rising Oh. Falcon! Totally forgot. Wo ich jetzt nun was habe. Das war heilen. Da war die Sonnenanbruchsphäre. Ich bin so arschlahm, ey. Ach Gott, du nicht zaubern tust. Meine Güte. Oh, ich muss die beiden gleich mal irgendwie heilen. Sowohl, von den KP her als auch den Statusveränderungen. Ach, mit diesem L1 muss ich auch noch mal ein bisschen zurechtkommen. Weil ich will mit L1 denke ich immer mit, ja, linken Stick Kreis und nicht einfach nur den rechten bewegen. Alter, bist du schon wieder gespawnt, ey? Oh, sie hat das auch geil. Oder was ist das? Oh, Rising Falcon. We did it,
Okay, you can let go now. Mit dem Rucksack sieht das irgendwie voll knuffig aus. Kleine Schulmädchen und so. Okay. Dich müssen wir auch... Ah, da ist doch noch eine Höhle. Da müssen wir da auch noch hin. Unten links jetzt. No breaks? Let's show our skills! Aha. Yo. Geh einfach mal weg. Ist klar. Okay, Elven. Was kann ich mit dir jetzt eigentlich alles machen? Demon Fist, Falke, Handflächenschlag, Wasserschwung. Okay. Warum auch immer das in der Kombination nicht funktioniert. Ja, wir brauchen immer mehr Erfahrungspunkte. Ist das. Oh, Amelies. No breaks. Boof. Boof. So, AZ-Bonus durch Rising. Alter, sind das echt 5 Gegner gewesen? Ich dachte, es gab eine ganze von 4. Egal. Was nehmen wir denn da? Natürlich den hier. Ich mag die Fähigkeit einfach nur irgendwie viel zu sehr. War ich jetzt? Ne, ich war noch nicht hier drin. So. Gut. These tight, dark spaces always get me a little spooked. Okay. Ja, von den mysteriösen Perlen hatten wir noch was. Falls wir keine mehr gehabt hätten, hätten wir hier welche holen müssen. Ich glaube, jeden Gegner hatten wir hier schon einmal jetzt. Gucken, dass wir auch keine Truhe oder Glitzerzeug verpassen, obwohl hier eh alles weiß ist und so. Da sehe ich was glitzern. Pulver. Okay. Ich würde sagen, diesen Screen hier klären wir noch. An Items und so. Nein, du siehst mich nicht. Pulver, schon wieder. Dann gibt's hier, glaube ich, nichts mehr. Okay, dann sage ich, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss. Mal gucken, was uns hier in den eisigen Gebieten erwarten wird.